Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Willkommen zu Armillo. Nein, es hat nichts mit Piraten zu tun. Jedenfalls denke ich das. Allerdings ist es schön, das R so zu betonen. Ein kleines Spiel von, aufgepasst, dein Name ist witzig, Fuzzy Wuzzy Games. Ich liebe den Namen. Ist genial. Ein Indie-Spiel und das schauen wir uns nun gemeinsam an. Das Spiel wird blind für mich sein. Ich habe nur ein paar Kleinigkeiten bisher gecheckt. Wir machen den Soundeffekt ein bisschen runter, so. Ist immer schön. Hier, wenn ich schon in Optionen bin, kann ich auch kurz quatschen. Off-TV Play unterstützt das Spiel, das bedeutet, ich kann es hier unten auf dem Gamepad haben und da unten oben läuft nichts. Oder so. Und für fortgeschrittene Spieler, das ist einfach nur Bewegungssensoren. Das bedeutet, man kann das Spiel sowohl mit dem linken Stick als auch mit Bewegungssensoren spielen. Credits und Einzelspieler, was wir machen wollen. Ich würde sagen, fangen wir auch gleich mal an mit der ersten Welt. Mit dem ersten Level. Sogar einen kleinen Bericht haben wir dazu. Dies ist meine Heimatwelt. Ich bin gerade von einem intergalaktischen Urlaub zurückgekommen und es sieht so aus, als würde sich hier Unheil zusammenbrauen. Dann schauen wir mal nach. Seit dem 3.7.2014 exklusiv auf Wii U erhältlich. Könnt ihr euch im eShop downloaden. War sogar im Angebot, daher habe ich mir gleich mal geholt, weil mich der Trailer so gefasst hat. Ja, Trailer können wir was bewirken, Nintendo, und Let's Plays erst recht. Oh, was haben wir denn hier? Oh nein, diese Falle hat uns eingesaugt und nun stecken wir fest! Sicherheitsbehälter voll, bereit für Energieextraktion. Wartung auf Fertigstellung der Energieentnahmevorrichtung. Oje, wir sind bloß in diesem Schlamassel geraten. Wir sind verloren. Nein, wir sind nicht verloren. Armillo ist hier. Befreie uns mit deiner Beschleunigung, Armillo. Genau, wir können nämlich so eine nette Attacke, ist ganz nett, mit X oder Y, soweit ich weiß, genau, können wir die kleinen Tierchen oder was auch immer befreien. Ist ganz nett, was sind wir? Wie schon gesagt, unser Name ist Armillo und wir sind ein Gürteltier. Wir sind von einem schönen Urlaub zurückgekommen, ja, Armillo hat ein bisschen bei mir gechillt und jetzt ist er zurück auf seinem Planeten und wie es aussieht, geht da die Hölle ab. Diese Kugeln sind merkwürdig. Ich spüre eine Menge Energie, die von innen ausgeht. Vielleicht können wir mehr über sie erfahren, wenn wir sie erforschen. Armillo, sammle so viele von ihnen wie möglich. Ei, ei, El Capitano. Auch wenn du kein Kapitän bist, aber egal. Sammle ich eine Menge davon. Wie schon gesagt, das Spiel wird blind für mich sein. Allerdings habe ich die erste Welt schon mal angetestet, damit ich mich etwas reinfühlen kann und kann sagen, es ist sehr interessant. Also es gefällt mir sehr, deswegen Let's Play ist natürlich auch. So, mit dem Level habe ich allerdings ein paar Probleme, ja mit dem ersten schon. Denn ich weiß nicht, wie man diese Dinger hier benutzt. Alles was ich kann, ist springen und diese Attacke. Deswegen wundert es mich, ich kann auch die Kamera mit L und R bewegen. Lustigerweise nicht mit dem rechten Stick, was mich sehr wundert. Deswegen sonst kann ich leider nichts. Aber sieht schön aus. Also diesen hinteren Bereich, ihr könnt mir gerne sagen, wie man da rankommt, falls ich es bis dahin nicht herausfinde. Vielleicht bekommt man was im Laufe des Spiels, womit ich die da loswerden kann. Allerdings im Moment, ich habe keine Ahnung. So, Kamera erstmal schön drin. Wie gesagt, erste Welt kenne ich. Zum Teil jedenfalls. Mit der Kanone weichen wir mal schön aus. Ihr habt schon gesehen, ich habe auf normal gestellt, nicht auf einfach. Weil ich finde, das Spiel ist relativ okay. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht übertrieben schwer. Und ich traue mir zu, auf normal zu spielen. So, hier warten und... Hey, was haben wir hier? Bruder, danke, dass du unsere Freunde gerettet hast. Ich werde mich zu Hause um alles kümmern. Wir werden herausfinden, was vor sich geht. Naja, mach du mal. Ich kümmere mich mal hier. Da steht immer Y, obwohl ich gar nicht drücken muss. Auch schön die Fackeln hier, die angehen. Und diese Blöcke sehen ja schon so aus, man kann sie in eine Richtung benutzen, in die andere Richtung nicht.
So, und hier haben wir gleich ein Item, mit dem wir hier die Gegner erstmal plätten können. Da seht ihr auch ein paar Gefangene. Allerdings, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man da rankommt, leider. Hier, hier, hier. Ich weiß, ich habe wirklich keine Ahnung, wie man da rankommt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Weil dieses Item kann ich nicht... Oh. Alarm, Eindringling. Alarm, Eindringling. Dring, Link. Lern Deutsch. Kreaturen befreiende Energiequelle entdeckt. Stampfmodus aktiviert. Übrigens, falls ihr es gehört habt, englische Sprachausgabe gibt es hier. Auch wenn es meistens so nach Kauderwelsch sich anhört. So, hier gibt es ein Herzi. Ui. Du hast aber Problem. Kommst du nochmal? Nein? Jetzt hast du Angst, hä? Kannst du auch mal dich richtig stellen? Hey. Komm her, komm her, komm her. Ah. So, hier machst du keine Stampfattacke. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, wie man da rankommt. Stört mich total. Ich hoffe, man bekommt noch irgendwas im Spiel. Und hier eine Art Bonus-Level, sag ich jetzt mal. Grenzdurchbruch festgestellt. Scannen. Kreatur nicht mit Umwelt kompatibel. Tod steht bevor. Niedrige Bedrohungsstufe. Naja, steht kurz bevor. Ich mach dir gleich eine. Trotzdem hat er hier 20 Kanonen aufgestellt. Ups. Bin ich doch in eine Falle gegangen. Ah, raus hier. Komm. Komm. Genau. A und B ist übrigens Springen hier in dem Spiel. Und X bzw. Y ist die Attacke. Ja, die habe ich gezeigt, hä? Achtung, Eindringling hat überlebt. Bedrohungsstufe erhöht. Fluchtprogramm wird ausgeführt. Sekundäre Lebensform wird für Forschungsanalyse geliefert. Hey, Bro, was geht ab? Mann, ich werde gefangen. Mach dir um mich keine Sorgen. Rette alle unsere Freunde. Formuliere Nachricht für Eindringling. An den Eindringling. Rettung ist zwecklos. Das sagst du. Warte es nur ab. Was die Viecher hier darstellen sollen, weiß ich auch nicht. Schubst mich gerne hier weg. Aber sind keine große Bedrohung. Ja, mit zwei Herzen ist schon relativ knapp. Allerdings, was haben wir hier? Ah, lecker. Allerdings kann man natürlich im Laufe des Spiels sich etwas verstärken. Also ganz auf sich allein gestellt ist man nicht. So, weg mit dir. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das für Gegner darstellen sollen. Sind ja keine Herausforderungen. Und alles im Kreis auch geschafft. Jetzt wollen wir mal einbrechen. Ja, komm mal raus. Ich möchte gerne alle von euch befreien. Und ihr seht, 10 Stück haben wir befreit. Unten links kommt immer die Anzeige, wenn ich Leute befreie. Auf dem Wii U Gamepad sehe ich übrigens auch meine Herzensanzeige. Wie viele von den Tierchen ich gerettet habe. Meine Lebensanzeige und von diesen Energiebällen, wie viele ich sammle. Wir sind dabei, dich zum dunklen Mond zu senden. Unsere Feinde haben dort zahlreiche Kugeln verteilt. Du wirst nur begrenzte Zeit haben, um sie einzusammeln. Aber je mehr du von uns rettest, desto mehr Zeit wirst du erhalten. Ich habe 10... Achso. Ich habe 10 von 40 gerettet. Daher bekomme ich 17 Sekunden. Sehr gut. Ist so angenehm. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das Spiel zu 100% spielen werde. Die Musik hier übrigens mag ich sehr. Genau, da wollte ich hin. Gut, dass ich gefunden habe. Allerdings weiß ich noch nicht genau, was alles in die 100% Kiste reinkommt. Und zum anderen, wie man das Level überhaupt zu 100% kriegt. Wie gesagt, bitte schreibt mir, wie es aussieht. Auf YouTube gibt es auch kaum was darüber zu finden. Ich weiß gar nicht, warum. Das Spiel hat eigentlich gute Bewertungen abkassiert. Scheint auch Spaß zu machen. Also mir hat es jedenfalls Laune gemacht. Aber Let's Play so gut wie nichts. Der Soundtrack zum Beispiel hat mir auch gefallen. Leider auch nicht auf YouTube gefunden. Muss ich woanders suchen. Danke, dass du uns gerettet hast, Armilo. Wir wussten, dass wir auf dich zählen können. Wir haben herausgefunden, wie man Power-Ups von Kugeln kreieren kann. Komm zu unserem Ladengeschäft in der Kreaturen-Ecke, wo du sie tauschen kannst. Du kannst die Kreatur... gut, du drückst einfach Knopf. Gut, hier Welt 1, 2. Und wenn wir nach oben drücken, können wir einfach den Laden betreten. Hier sehen wir Ladengeschäft. Hier können wir Dinge kaufen mit diesen Punkten, die wir sammeln. Ja, bla, gut, ist noch nicht viel im Angebot, daher lassen wir das vorerst. Das ist noch nicht frei. Und Statistiken können wir auch sehen. Wir sehen sogar ein Fragezeichen. Ich weiß, was es ist, allerdings weiß ich nicht, wo ich es finden kann. Meine Freunde haben die
Meine Freunde haben die Präsenz von Rotto? Rotto auf dieser Insel hier entdeckt. Ich muss meinen Bruder retten. Dann ab geht's. Ich finde, das Spiel ist so eine Mischung aus verschiedenen Spielen. Zum Beispiel hast du was aus The Blob. Ist ja ähnlich aufgebaut wie dieser Armillo. Aus Mario Galaxy natürlich, mit diesem Planetenblau. Wen haben wir noch? Pac-Man, finde ich auch, ist da ein bisschen was drin, mit diesen Kugeln einsammeln und so. Vielleicht sehe ich es auch zu abstrakt. Und was für ein Spiel? Star Fox, habe ich auch so ein bisschen das Feeling mindestens drin. Ist auch sehr interessant. Ihr habt es gesehen, hier Ding, Dynamit. Können wir einsammeln, dann explodiert Armillo, warum auch immer. Und das sollten wir natürlich in den Steinen loswerden. Ich kann die Kanonen nicht gegenseitig zerstören, gell? Können die das? Komm mal her, schieß mal hier. Ne, die tun sich nicht. Nix. Okay, dann gehen wir weiter. Hier so eine Art Checkpoint. Und hier schöne Bahnen. Hey! Ich habe nur 2 Herzen, aufpassen. Aber ich kaufe mir definitiv irgendwann das extra Herz aus dem Laden. Einerseits möchte ich natürlich ein bisschen chillig gestalten, weil das ist ja kein großes Spiel. Ich weiß gar nicht, wie lang die Spieldauer ist. Allerdings, wenn jede Welt so viel Level hat wie diese hier, schätze ich mal nicht sehr viele. Weil es gibt auch nicht sehr viele Welten. Gut, dachte ich über Pac-Man aber auch eigentlich und es hat doch eine Weile gedauert. Die Grafik ist ja simpel aufgebaut, seht ihr ja. Die Texturen sind nicht gerade die hochwertigsten. Macht aber nichts, wie ich finde. Ich sehe was, was du nicht siehst. Hier, diese Steine sind sehr auffällig. Die sind mir vorher nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob man die von hinten besiegen kann. Oben sieht es aus wie ein Knopf. Allerdings, als ich mal probiert habe, drauf zu springen, hat nur der Tod auf mich gewartet. Ich kann gerne nochmal probieren. Nee. Ich weiß nicht, warum das so auffällig aussieht. Total nervig. Na gut, verschwinden wir. Man kann es übrigens auch nicht überall mitnehmen, diese Ding, TNT. Die ist auf ein Gebiet begrenzt. Und zeitlich natürlich auch noch. Und hier können wir mal ein bisschen Super Mario spielen. Auf seinen Pilzen ein bisschen rumhupsen. Und hier mal wieder einer dieser Bonus-Stages, wo ein bisschen Gift lauert. Ah Mann, das wollte ich genau verhindern. Und ich mache schon wieder den gleichen Fehler wie letztes Mal. Dieser rote Strahl verlangsamt mich nämlich. Er macht mir keinen Schaden, aber das ist fast genauso schlimm in einer tödlichen Umwelt. Dieser Fleck der Finsternis ist voller Bosheit. Das Gerät dort drüben scheint die Quelle zu sein. Zerschmettere es! Ei, ei. Mal sehen, nichts Gefährliches darf hier sein. Oh, hier sieht es aber schön aus. So ein bisschen Unterwasser-Feeling. Oh, bitte gibt es Unterwasser-Ding. Unterwasser-Level. Grafisch würden die nämlich cool aussehen. Hier so ein kleines Bonus-Gedöns. Kann man auch die einsammeln. Ich denke, die sind mehr wert. Kann es sein? Nein. Aber die bringt das da, genau. Gut, ist 5 wert. Auch nicht die Welt, aber mindestens etwas. Und hier, ich weiß nicht, als was ich das genau interpretieren soll. Ich denke, das sehe ich eher als Parallelwelt. Auch hier seht ihr verschiedene Secrets überall. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie man darauf zugreift, beziehungsweise wann man genau dahin kommt. Und ich brauche das Herz, danke. Die Steine verschwinden auch, wenn ich das zerstöre. Nur die Steine, na toll, Stacheln nett. Und warum rast du gleich wieder rein? Oh, unser Kollege ist da. Muss Schlüssel vor Eindringling schützen. Dann versuch's mal vor zu schützen. Kabum! Hat nicht gut geklappt, oder, mein Freund? Systeme beschädigt, Rückzug für Reparaturen. Obwohl unser Feind hier ist, sieht es so aus, als wäre dein Bruder nicht hier. Wir müssen weitersuchen. Ja, das ist natürlich nichts gut. Aber mindestens sind wir ihm gut auf der Spur. So, suchen wir weiter. Aber ich befreie mich schnell in dieser giftigen Umwelt. Und hier haben wir was. Sieht aus wie eine geheime Dark Boat-Kapsel. Lass uns sie in sich hineinbrechen. Ich habe Zeit. Naja, ist nur giftige Umwelt und so. Hm, was haben wir denn hier? Es sieht wie eine Art Aufbewahrungseinheit aus. Nehmen Sie mit und wir finden später heraus, was das zu bedeuten hat.
Genau, das weiß ich auch schon. Da weiß ich auch nicht, wie man drauf zugreift. Weil ihr seht ja, ich kann wirklich nichts anderes machen. Vielleicht gibt es einen ganz simplen Move, den ich nicht im Kopf habe. So, weg mit dem Ding. Das war ja mal kinderleicht auszuschalten. Das ist jetzt aber ein bisschen tricky. Denn auf dem Eis, ich kann die Richtung nicht mehr ändern, wenn ich einmal auf dem Eis bin. Außer mit dieser Attacke. Allerdings könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht genau exakt. Deswegen mal sehen, ob ich es hinbekomme. Schon mal nicht sehr gut. Oh, noch geschafft. Cool. Beim ersten Mal habe ich es nicht geschafft. Und raus hier. Wie viel haben wir? 9 von 18. Also die Hälfte. Ich sage etwas mehr als im ersten Level. Und hier werden wir wieder hingeschossen. Und wieder die schöne Musik. Das Grüne war meine Begierde und die restlichen Punkte nehme ich einfach mal so mit. Ich denke, ich gehe völlig falsche Richtung, aber hey, was soll's. Hier gibt es ja keine Straßenschilder, keine Polizei, der mich verhaftet. Also kann ich flitzen, wie ich will. Na komm, 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 noch schnell. Ja. 154. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier sehen wir noch ein paar Statistiken. Und wieder Silber. Gut, darauf lege ich es aber nicht an, wie immer. Bin ich nicht so Fan von Gold sammeln und so. Macht ja nichts. Diese Kugeln, die du gesammelt hast, enthält ein geheimes Level mit zahlreichen Kugeln, aber auch eine begehrte rote Kugel, welche explosive Energie enthält, die zum Zerstören von Barrieren genutzt wird. Schau in der Kreaturenecke vorbei, um das Level zu spielen. Du kannst die Kreaturenecke bla erreichen. Sehr gut. Und im feindlichen Stützpunkt. Beziehungsweise mit dem komischen Bonuslevel, das hier zu finden ist. Geheime Level. Genau hier ist es. Machen wir im nächsten Part weiter. Ich hoffe, euch hat dieser Einstieg zu Armilo gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dran. Und damit, keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich sag wieder, keine Frage. Bis dahin, ciao.